Es ist ein Angriff auf Millionen lohnabhängig Beschäftigte in Deutschland. Wenn Sie sagen, das ging mir nicht weit genug, wie hätten Sie es gemacht? Wie würden Sie es machen? Naja, am Ende des Tages ist das Bürgergeld ja nur wenig erhöht worden. Ich finde, da braucht man wirklich armutsfeste Sätze. Ja, deswegen frage ich, wo wäre Ihr Bürgergeld? Bei welcher Höhe? Ja. Ich habe gesehen, ich glaube, es gibt die europäische Armutsschwelle sind 1250 Euro. Ich glaube, sozusagen in dem Bereich kann man sich vorstellen, das wäre dann sozusagen ohne Wohnkosten. Das heißt, wenn man das mit Wohnkosten verrechnet, wäre es dann vielleicht ein bisschen weniger. Genau, aber so jedenfalls, dass es eben armutsfest ist. Und das Wichtige ist dann ja, dass man sich die Frage stellt, wir haben ja wahnsinnig viele Menschen in Deutschland, die sind arbeitslos, die würden gerne arbeiten. Wir haben übrigens auch wahnsinnig viele Menschen, gerade Frauen, die würden gerne mehr arbeiten. Und die Frage sich zu stellen, nicht, wie können wir diese Menschen primär erniedrigen, sondern wie können wir diese Menschen befähigen, empowern dazu, wieder Arbeit zu finden, weil viele von denen wollen ja arbeiten. Das muss doch die Frage sein, die im Zentrum steht und ich die ganze Zeit nur auf sie draufhauen. Sorry, Svenja, also, dass du von der Entwürdigung von Bürgergeldempfängern sprichst, wenn 30% sanktioniert wird, wenn jemand Termine nicht einhält, Arbeitsangebote ablehnt und so weiter, finde ich ehrlich gesagt, das ist eine Art von Debatte, da will ich mich gar nicht drauf einlassen.